Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity, und zwar zu der 35. Ja. Und wir beginnen die allerletzte Sequenz in diesem Spiel. Was soll das? Robespierre. Er hat diesen Tag zum Feiertag des höchsten Wesens erklärt. Ein Tribut an die Tugend der Nation und die ihr zu erweisende Bürgerpflicht. Warum klingt das so vertraut? Wenn es um die Templerdoktrin geht, ist sie sehr frei interpretiert. Hier werden wir nie nah genug an ihn herankommen. Ziehen wir uns zurück und warten auf einen besseren Moment. Du denkst noch wie ein Assassine. Diesmal habe ich einen Plan. Oh. Und wie lautet er? Denke wie ein Templer. Okay, war das denn wieder die Flucht mit dem Ballon? Ich glaube nicht, dass ihre Pläne so gut waren. Denn den einzigen Plan, den ich bisher kannte, war dieser Plan, wo am Ende wir mit dem Ballon abgehauen sind. Das war etwas anders. Naja. Ach, ich nehme jetzt mit einer anderen Soundkarte auf, deshalb könnte das jetzt etwas anders klingen. Wenn es schlimmer klingt, tut mir leid. Wenn es besser klingt, nehme ich ab jetzt immer mit der Soundkarte auf. Mal gucken, aber ich habe jetzt gerade keine andere zur Hand. Und ich nehme auch mit dem anderen Gerät auf. Oder ich nehme nicht auf, ich synchronisiere das auf meinem Laptop nach. Was denn? Robespierre ist unangreifbar. Die Hälfte seiner Garde ist hier. Wir kommen nicht mehr als 10 Schritte an ihn ran. Genau wie ich sagte. Aber er ist nicht mehr so populär. Die Säuberung, das höchste Wesen. Wenn wir ihn diskreditieren, ist er am Ende. Ein großes öffentliches Spektakel ist der beste Ort. Ganz genau. Zeigen wir ihn als gefährlichen Irren, wird seine Macht schmelzen wie der Schnee im April. Aber wir brauchen überzeugende Beweise. Ich habe eine Idee, wo wir anfangen. Kommst du? Triff mich danach. Ich habe eigene Dinge zu erledigen. Ja, dann laufen wir mal dahin und Verwirrung gerade. Ja, müssen wir da hinten zu diesem komischen Zelt, immer wo der grüne Punkt ist, würde ich einfach mal sagen. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Hat seine unsterbliche Hand nicht, indem sie den Kodex von Recht Ja. Sind etwas viele, würde ich sagen. Sehr viele. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das hinbekomme. Na? Oh, das war die falsche Taste. Das war dumm. Das war richtig dumm. Ich finde dich, keine Sorge. Oh. Okay, das war's, würde ich sagen. Mit meinem ersten Versuch. Oder? Ja, das war's. Und schon bin ich tot. Super. Jetzt sind wir mit der zweiten Folge, oder zweiten Versuch, eher gesagt.
Und ich habe jetzt ein bisschen vorgespielt, wir haben da hinten schon einen kleinen Kampf sozusagen verursacht und wir sind jetzt sozusagen da, wo wir hinwollen. Und werden wieder entdeckt und laufen wieder weg. Und wir werden noch immer gesehen und wir können nichts dagegen tun. Mal wieder. Also heißt es wieder laufen, obwohl es weglaufen ist irgendwie nicht so effektiv. Muss ich sagen. Also ich weiß nicht, wie ich da dran komme. Muss ich sagen. Ich weiß es einfach nicht. Ja. Es ist mein schwierigstes Problem. Ja, ja. Ich werde jetzt auch wieder sterben. Stimmt, werde ich jetzt wieder sterben. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Kommen dann mal im dritten Versuch. Und hier seht ihr dann nochmal. Wahrscheinlich ein Fail von mir, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, ich glaube schon. Ja. Was wollten wir hier genau machen? Oh, wir hören ein Geräusch. Oh, und das war's. Oder? Ja, das war's. Also, ich weiß nicht, wie man da dran vorbeikommen kann. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Gerade geht auch mein PC. Das ist nicht die Waffe da. Also tut mir leid, aber ich weiß es einfach nicht. Tut mir leid, dass mir gerade eben mein PC abgeschmiert ist, aber das war etwas dumm dann gerade. Egal. Wir werden jetzt weiterspielen. Und die Stelle gerade eben, ja, ist mir das erste Mal aufgefallen, dass man aus Heuhaufen nicht schießen kann. Deshalb ist das etwas doof. Also, genialstes Ding ever. Ja, und ich würde sagen, das war's auch, oder? Das könnte es auch, oh. Ich schlage mich noch. Okay. Ich glaube, ich zögere es nur in die Länge hinaus. Aber... Oder? Nein. Oh, also... Kämpfen geht schon mal. Allerdings. Ich seh dich, du Schwein. Ja, das war's. Also, bis zum nächsten Mal. Hier den fünften Versuch, wo ich mich langsam richtig beginne aufzuregen. Und diesmal, ich glaube sogar gegen den einen verliere. Ja. Und ja, das war's auch schon wieder mit dem fünften Versuch. Wir sehen uns im sechsten wieder, ne? Ich versuche jetzt einfach mal direkt von vorne ins Zelt rein. Glaube ich zumindest. Ja. Könnte es hinhauen. Der läuft natürlich weg. Dumm, dass man jetzt nicht die Hake aufheben kann, um sowas vorzutäuschen. Okay, aber nein, das ist ja zu offensichtlich. Das werde ich auch wieder nicht schaffen. Das kann ich sozusagen. Würde ich mal eindeutig so sagen. Obwohl, ich muss sagen, diese Rauchbomben sind ziemlich overpowered.
Option, wie man die einsetzen kann. Das ist ziemlich geil. Also da hat man ordentlich Zeit. Okay, und jetzt wird naja, die Wachen verständigt. Da geht das auch nicht mehr. Und das war's. Es war nur noch viel übrig, aber es war natürlich wieder ein Versuch, der in die Hose ging. Weiter mit dem 7. 2., 3., 4., 5., 6. Ja, mit dem 7. Versuch. Diesmal mit ein bisschen Vergiftung. Mal gucken, ob es besser klappt. Ich bin aber nicht so richtig positiv gestimmt, muss ich ehrlich sagen. Aber versuchen kann man es ja immer. Und noch eins vergiften, naja. Aber die machen die dummerweise fertig, das ist das Problem. Und ich habe keine vergifteten Pfeile mehr. Das ist noch ein größeres Problem. Ich komme hier jetzt nicht mehr weiter, normalerweise. Und jetzt habe ich natürlich wieder meine übliche Kampftaktik. Einfach alle einwechseln. Ja, ob das so gut ist, ich habe die gedacht. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das ich glaube nicht, jetzt wird auch wieder die Alarmglocke geläutet. Es sind einfach zu viele. Nee, das war's. Okay, dann bis zum nächsten Versuch. So, seht selbst, wie unfair das Spiel sein kann. Na? Das war's. Bis gleich. So, ich habe jetzt endlich genug davon. Das ist jetzt mein 9. Versuch gewesen. So, jetzt werdet ihr auch meinen 10. sehen, was hier so wundervoll geht. Schön. Da bin ich sogar reingekommen, ja. Da, das war sogar mal was Gutes. Da bin ich reingekommen und habe es, naja, nicht besonders geschafft. Da bin ich auch nochmal reingekommen. Da bin ich auch nochmal direkt gestorben. Mal wieder. Das kann nur scheiße sein. So, hier habe ich dann irgendwann mal gemerkt, dass ich auch die Extremisten gegen die Wachen aufwiegeln kann. Und dann bekämpfen die sich einfach gegenseitig. Und alle laufen weg. Das habe ich jetzt auch mal ausgenutzt, aber es hat nicht wirklich viel gebracht, wie man hier sehen kann. Das ist der im gleichen Zeitpunkt, da habe ich auch dann wieder alles auf mich genommen und bin auch wieder gestorben. Das war genau an ihm. Super. Ja, dann haben wir, ich würde sagen, noch einen hier, die mich einfach beim Weglaufen erwischt haben. Dann haben wir noch einen, den wir nochmal beim Weglaufen bekommen haben. Schießt mir eigentlich immer in den Rücken. Das ist sowas von scheiße. Das will ich nicht. So, dann haben wir hier nochmal einen. Ich weiß nicht genau, was das war. Okay, doch. Die haben mich wieder abgeschossen. Und dann habe ich endlich gesagt, mir reicht's. Ich spiele erstmal ein paar andere Missionen.
Ein paar Nebenmissionen, kauf mir bessere Ausrüstung und beende erstmal die Mission. Und damit würde ich sagen, beende ich auch die heutige Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.